heute kommen wir von der Seite hinein. Ja, stehe ich drauf. Guten Tag, ich muss dir erstmal erzählen von einer Kurve, von einem Cartoon, das ich vorhin gesehen habe, wo ich sehr drüber gelacht habe. Du kennst ja einen Andreaskreuz? Ja, kenne ich. Hast du das gesehen? Ich kenne auch den Cartoon. Für den Zuschauer, Zuhörer sei gesagt, an Andreaskreuz steht ja ein Bahnübergang und da ist ein Typ, der ist dran gefesselt, halb nackt und oben drüber steht, alle denken nur an Jesus, niemand an Andreas. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so verstehen kann, aber das ist auf jeden Fall sehr lustig. Das ist sehr lustig. Moment. Und dann weiß ich gar nicht, ob du wusstest, dass Donald Trump ja in Hamburg-Bild steht, sich gerade was kaufen will. Ach ja. Wusstest du das? Nee. Siehst du? Kann ich dir zeigen? Muss ich mal gucken, wo ich das habe. Irgendwo hatte ich das. Hier habe ich das. Pass auf. Ich halte es in die Kamera. Das ist jetzt ein bisschen doof für unsere Zuhörer, aber ich erkläre mal, was passiert. Also wir sehen ein Bild von Donald Trump, ein Interview mit Donald Trump. Und da sagt er Folgendes. Ich mache schön laut. Hoffentlich geht das. Ich weiß nicht, ob es geht. Nichts über Bill steht. Klar, viele Asis und Junkies, aber auch geile Männer und tolle Frau. Ich überlege mir, ein Haus in Billstedt zu kaufen. Und vergisst niemals, nur der HSV. Scheiß Pauli. Wie schön, KI, ne? Das ist wirklich abgefahren, was man damit machen kann. Das ist schon echt erstaunlich. Ja, es bereitet mir Angst. Ich habe hier meine Kolumne auch noch mal, ein Bild noch mal. So. Sehr schön. Genau, alle reden über Jesus, keiner über Andreas. Sehr schön. Ach, so kann man alten weißen Männern noch Freude machen. Ja. So, Zigarettchen an. Genau, normalerweise ziehen wir uns einen Socken über den Penis und lachen uns tot, dass der Penis bunt ist, aber das brauchen wir nicht mehr, denn wir haben andere Möglichkeiten, uns zu belustigen. Ja, sehr schön. Ich habe noch nichts geguckt, aber ich werde mich vorbereiten und freue mich über eure Einladung. Samstag, Sonntag, ist das live? Ja. Das ist live. Wir machen YouTube live. Sonntag, liebe Zuschauer, Zuhörer, bin ich eingeladen bei Boris und Frank Battermann um 8 Uhr abends, 18 Uhr. Und wir sprechen über etwas, was ich überhaupt noch gar nicht kenne. Über, wie nennt man das? Wie heißt Ich erkläre es kurz. Also, ich bin ja tatsächlich, ist kein Witz jetzt, einer der, keine Ahnung, 2, 3 Erfinder von Reality überhaupt als Fernsehformat, als Genre. Und habe auch bei ProSieben damals als Programmdirektor noch das erste Reality-Format der Welt. Das war nämlich The Mole, ein belgisches Format. Das heißt Der Maulwurf, moderiert von Michael Stich, den ich damals als Moderator dafür gewinnen konnte. Und das ist eine Show gewesen, wo ganz normale Menschen auf Reisen waren und auf dieser Reise Abenteuer bestehen mussten. Und einer von denen, und immer gab es eine Belohnung für jedes bestandene Abenteuer, und einer von denen war ein böser Maulwurf, der immer probiert hat, alles zu verhindern. Aber es waren eben so Übungen wie zum Beispiel Bungee-Springen, wo natürlich manche Leute sich, jemand, der sich nicht traut, steht dann sofort in Verdacht, dass er der Maulwurf ist. Muss er aber gar nicht sein, weil er einfach Schiss hat, mit Bungee zu springen. Das war das erste Reality-Format. Und danach kam dann Big Brother. Dann haben wir ja Big Brother und er gebracht. Da war ich ja lange bei Endemol und so. Und seitdem gibt es ja Reality als Genre. Ich als Experte habe nicht gewusst, ja, was das inzwischen auch für eine riesige, riesige Blase ist und was für unglaublich viel Geld in dieser Blase auch liegt. Also wie viele Menschen damit Geld verdienen und zu Recht Geld damit verdienen, weil sie nämlich spannendes Entertainment produzieren. Und zwar reden die eigentlich über die Formate und sie reden über die Kandidaten. Und auch das habe ich schon gemacht. Bei der ersten Staffel vom Dschungel habe ich eine Gruppe gegründet, eine Facebook-Gruppe, die zusammen den Dschungel geguckt hat und währenddessen geklickert hat und hat dann immer kommentiert, welche Leute uns gut gefallen und was da war und sowas alles. Und auch damit habe ich nie irgendwas gemacht. Und jetzt war ich neulich in einem, dank Frank Battermann, mit dem ich da mal zusammen über diese Reality-Formate auch so ein bisschen spreche, war ich mit 2 wirklichen Experten, dem Ramon Wagner, den kennst du vielleicht auch noch, und der Yvonne, war ich zusammen in einem Chat. Und dann habe ich mal gesehen, wie viele Follower die haben und was die da alles machen und wie gut das ist. Also moderativ gut, was für Geschichten die erzählen, was es für irrsinnige Kandidaten gibt, was die alles denken, wer sie sind. Dann habe ich mir die anderen Formate angeguckt, die gerade laufen, zum Beispiel die 50 auf Amazon. Und dann bist du
Als, deswegen habe ich gedacht, du hast jetzt so eine Frisur, weil du dich schon reingearbeitet hast und hast also Haare gerauft bei der Idee, was da Leute sind und was die machen. Und vor allen Dingen, was die eigentlich fern jeder Leistung denken, wer sie sind. Das ist so abgefahren. Das ist eine so, also eine so fette Nummer. Und ich habe jetzt sofort umgeschaltet. Meinen YouTube-Kanal, den habe ich ja, ich habe ja gar keinen YouTube-Kanal, ändere ich jetzt sofort. Und zwar bin ich ab sofort der Non-Toxic Reality Dude. Ach, tatsächlich. Ja. Das ist ja Eigentlich doch. müsste ich sagen, der Non-Toxic White Reality Duke, aber das White lasse ich mal weg, weil es eigentlich egal ist. Ja, schön. Duke oder Duke? Duke. Dude, Dude. Das Duke. sagen die, das sagen diese jungen Leute so. Die sagen auch, dass jemand toxic ist. Da ist ein Mann, der ist toxic. Und deswegen finden die Frauen so ein bisschen kribbeln sexy, wenn der so ein bisschen toxic ist und wenn da eine Red Flag auftaucht. Da sind lauter Fachwörter drin, mein Freund. Ich sag dir, wir sind sowas von hinten dran, du machst dir keine Vorstellung. Ja, nur was sollst du machen? Aber dafür haben wir es vielleicht nicht so ganz kompliziert, wie es denn heute ist. Ja, und wir haben auch noch nie mit WhatsApp mit jemandem Schluss gemacht. Insofern haben wir auch haben wir andere Fähigkeiten. Das muss man einfach so sagen. Das ist so. Stimmt. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich bin dran mit drei Wörtern, ne? Ja, erzähl mir doch diese Scheißgeschichte von dem Hund, der diese drei Umschläge aufgefressen hat. Du hast doch einen Hund. Mein Hund Ja. hat tatsächlich die Zettel, die ich da gemacht habe, Nein. der hat er aufgefressen. Ja, der hat. Weißt du, das ist mir auch schon mal passiert, und zwar mit der Französisch-Hausarbeit 1984. Da ist, ich war zwar nicht mehr in der Schule, aber anyway, ist mir da, hat der Hund da meine Französisch-Hausarbeit aufgefressen. Ach, das, aber da haben wir schon ein schönes Thema, über das wir sprechen können. Ausreden. Ja. Ausreden ist doch ein schönes. War das eine Ausrede? Ja, es war eine Ausrede. Oder hat er wirklich die Hausaufgaben gefressen? Soll ich jetzt mit einer, also wenn du das Thema vorgibst, wir haben es ja nicht abgesprochen, aber ich könnte jetzt mich selber qualifizieren, was dieses Thema angeht. Ich habe mit meinem Vater mal eine Wette gehabt. Ach, Kennst und du die Geschichte nicht? nein, glaube ich Das nicht. ist nicht der Ernst. Das kennst du nicht. Pass auf. Mein Vater ist ja Schauspieler, Bühnenschauspieler. Der ist dann irgendwann ins Fernsehen gekommen als Kommissar Walter für den SFB-Tatort und in der Schwarzwaldklinik. Und irgendwann hat mein Vater dann gesagt zu mir, da war ich so, keine Ahnung. Wie alt war ich da? Vielleicht 20, 22 oder so. Da sagte ich, ja, also ins Fernsehen, da kommen nur die wirklich, also die fleißigsten, die pünktlichsten, die besten vorbereitetsten, die besten Leute kommen ins Fernsehen, weil er gerade eben im Fernsehen war. Sehr Und schön, weil er ja. gerade eben im Fernsehen So. war. Sehr Und schön. dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass jeder Vollpfosten ins Fernsehen kommt. Vollpfosten, das Wort gab es damals nicht. Ich habe, glaube ich, sicher dann Vollidiot oder sowas gesagt. Und dann haben wir gewettet. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir überlegt, was gibt es für eine Geschichte, dass wenn ich die irgendwie inszeniere und wie inszeniere ich das, dass ich damit ins Fernsehen komme? Weil darum ging es ja. Und dann habe ich eine Anzeige gemacht im Hamburger Abendblatt. Wir beschaffen Ihnen Ausreden. Erster Hamburger Ausredenservice. Und dann habe ich Idiot meine echte Telefonnummer drunter geschrieben. So. Dann klingelte nicht nur das Telefon wegen Menschen, die Ausreden von mir wollten. Vorrangig Ausreden, wo es darum geht, wie man Zeit gewinnt, um seine Frau betrügen zu können oder ihren Mann, der sich von seinem Mann trennen oder Kinder, die nicht zur Schule gehen wollten. Solche Sachen riefen dann also an, solche Leute. Aber ich habe ja nicht wirklich einen Ausredenservice betrieben. Also habe ich da auch nicht, ich habe da mich immer rausgewunden oder bin schon gar nicht mehr ans Telefon gegangen. Aber es meldete sich auch die erste Tageszeitung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, damals war es, glaube ich, die Morgenpost, wenn ich mich recht erinnere. Die hat dann einen Artikel geschrieben über diesen verrückten jungen Mann Boris Brandt, der den Ausredenservice betreibt. Diesen Artikel habe ich ausgeschnitten, habe ihn an alle Zeitungen geschickt hier im Umfeld und an alle Zeitschriften. Daraufhin hatte ich fucking viele Artikel in fucking vielen Zeitungen. Wir reden über 1985, wo es ja noch kein Social Media und so gab. Ne? So, dann habe ich diese ganzen Zeitschriften und Zeitungsartikel ausgeschnitten, habe die kopiert im studentischen Kopierwerk und habe es an alle Fernsehsender geschickt. An alle Sendungen, wo ich dachte, da können normale Menschen hingehen. Und du wirst es nicht glauben. Ich war dann ein Jahr lang bezahlt vom Fernsehen, habe ich gelebt, davon, dass ich eingeladen worden bin in alle Fernsehshows. Highlight bei Bioleck war ich bei Mensch Meier und habe den Silbermeier gewonnen. Ich war aufgrund der Qualität meines Auftritts, auch das kein Witz, war ich innerhalb von, also diesen einen, ich habe einen Satz gesagt, ja. Dieser eine Satz war im Prinzip, also das war ein Spiel und da hieß es, wir machen jetzt das Kreativspiel und sagen Sie doch mal verrückte Worte und dann sagt das Publikum verrückte Worte. Mäusemelker, Elefantenohr, Pappmaché-Theater, Setzei und noch irgendwas.
Und dann sagt der Biolek, dreht sich um und sagt, so, und jetzt, Ihre Aufgabe ist es, daraus eine möglichst unterhaltsame Geschichte zu basteln. Und der Boris fängt an, der ist ja unser kreativer Kopf. Und dann habe ich gesagt, der Mäusemelker traf den Mann mit dem Elefantenohr auf der Toilette des Pappmaché-Theaters. Selbiger legte gerade ein Setzei. Und daraufhin ist dieser ganze Saal, inklusive Herrn Biolek, komplett zusammengebrochen. Biolek, wie ein Taschenmesser, hat er sich totgelacht, ja. Das ging richtig lang und es war ja live damals. Und ja, und dann war ich in Deutschland nach diesem Auftritt so bekannt, dass ich in Hamburg angekommen bin am Hauptbahnhof am nächsten Tag und man hat mich umsonst im Taxi gefahren. Ich habe Essen geschenkt bekommen und ich war sozusagen ein Reality-Star, weil ich halt da war. Und dann war es so weit, dass sie mich, da war ich bei Was bin ich? Und für Was bin ich, mussten sie mich verkleiden, weil ich schon so bekannt war, nämlich mit einem Anzug und ich hatte so ein Haarnetz, damit man meine Haare nicht erkennt, weil die waren vielfarbig und sehr gelockt zu der Zeit. Und so war ich ein richtiger Reality-Star, habe dann einen Song geschrieben, nämlich den Ausreden-Rap, den Excuses-Rap. Mit diesem Song bin ich zur Teldec gegangen, einer Hamburger Plattenfirma. Und dort sagte Sherman Heinig, mit dem ich heute noch befreundet bin, der in Los Angeles lebt, zu mir, weißt du was, mein Freund, das ist doch Blödsinn. Du bist kein Musiker. Das Lied ist auch scheiße, aber du bist kreativ und deswegen, wir brauchen unbedingt einen Werbeleiter. Und dann bin ich Werbeleiter der Teldec geworden. Ach, guck mal. Ist das eine Geschichte? Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Glaubst du, dass man das heute noch, da glaubst du, solche Wege finden sich heute noch? Also im Prinzip passiert ja vieles davon, also wenn du siehst, wie so der Hype funktioniert, wie es in den Medien funktioniert, wie Geschichten rauskommen. Ne, guck dir diesen Falschparker-Anzeiger da an. Ne? Das ist ein Typ, der hat einfach einen an der Waffel, der ist geistesgestört, schreibt alle Leute auf, die falsch parken, obwohl sie mit ihm gar nichts zu tun haben und wird dafür bekannt. Also es war schon immer so. Hier, keine Ahnung, Lisa Loch, diese ganzen Sachen bei Stefan Raab früher und sowas alles, das wurde alles groß, es war alles ein Hype. Es gibt schon noch Hype-Geschichten, aber damals gab es das nicht. Da gab es nur anständige Leute im Fernsehen und keine Lügner und die mit irgendwelchen schrägen Geschichten sich nach vorne drängeln. Da war ich, glaube ich, der Erste, ja. Also ich habe mal mit Dominika gearbeitet. Kennst du Dominika noch aus Hamburg? Ja, ne? Ich liebe sie, aus der Sonne von St. Pauli, du meinst die? Genau. Ich habe sie einmal in den Arm genommen, weil ich sie so toll finde. Es war eine großartige Frau. Ja, das war so eine Freundin von mir, die habe ich kennengelernt durch einen gemeinsamen Freund von Sylt. Die wir haben lange zusammen gelebt. Und ich habe mit der viel Zeit verbracht. Ja. Und auch die hat ja immer so furchtbar viel erzählt für den Zuschauer, Zuhörer jetzt. Das war eine prostituierte Domina, ja, die in Hamburg ganz bekannt wurde. Hat auch ein Lied gemacht. Alle meine Freier hießen alle Meier. Nichts war ihnen zu teuer. Ja, und die hat damals die erste Dating-Agentur hat die gehabt. Ne? Die hatte wie sagt man, Betrugsagentur. Sie möchten ihre Fremdgehagentur. Bitte? Eine Fremdgehagentur? Genau, das ist der Begriff. Die hatte eine Fremdgehagentur, das war die erste. Und dann hatte sie noch eine kleine Kneipe unten am Fischmarkt und dann haben wir uns aus den Augen verloren und sie ist dann auch gestorben. Sie war ja eine sehr, sehr gute Frau und das hat ihr aber, glaube ich, gar nicht gut getan. Die war sehr angesehen. Ja, irgendwas ist irgendwann passiert mit ihr, wo ihr Leben aus dem Gleichgewicht geraten ist. Sie hat ein schweres Leben gehabt insgesamt, aber sie hat in dieser St. Pauli, in dieser Rotlichtwelt, hat sie so eine Unantastbarkeit und auch so eine Art, die hat ja eine philosophische Ader auch irgendwie und war ein unfassbar herzensguter Mensch in einer eiskalten Welt irgendwie. Und ich glaube schon, dass sie das irgendwann hat, sie war das St. Pauli so ihr Zuhause, diese romantischen 70er, 80er Jahre irgendwie. Und dann ist sie, irgendwas ist sie dann zerbrochen. Ich weiß gar nicht, was dann passiert ist. Ich habe sie auch da nicht mehr gesehen. Ja, sie ist dann irgendwie gestorben. Dann war sie verschwunden. Ja. Die war immer auf der Suche nach sich selbst. Ja, das war die erste Fremdgehagentur. Sowas ist ja heute alles ganz normal. Wir sind wie so Opas. Oder? Ich freue mich ja sehr, dass ich gerade ein tolles Feedback habe. Wir haben natürlich auch neue Zuschauer und Zuhörer. Ja. Weil ich ja bei dem Sender Fair Talk gewesen bin. Ja. Das wurde gestern eine Sendung gesendet mit Joanna Kotar, die ich sehr schätze, Michael Mayen und Thomas Stimmel. Thomas Stimmel, das ist ein Schwarzer. Und ich habe tatsächlich in der Sendung gesagt, mir wird immer vorgeworfen, ich dürfte nicht über Rassismus sprechen, weil ich ja noch nie in der Haut eines Schwarzen gesteckt habe, wenn die wüssten, in wie viel Schwarzen ich schon gesteckt habe. Und diese Pointe
die ich bestimmt auch in diesem Podcast schon ein, zwei Mal losgelassen habe. Als ich dann später da war, später in der Garderobe saß, habe ich gedacht, okay, wie kannst du denn das eigentlich machen? Das ist auch einen Schwarzen kompromittieren, das kann man doch nicht machen. Aber ich habe mir das gerade nochmal angesehen. Der hat sich prächtig darüber amüsiert und das hat mich gefreut. Da ist der Humor doch an der richtigen Stelle. Und ja, das ist total toll in den Kommentaren, was man da so liest. Interessant ist, wie viele Leute schreiben, der bunte Vogel, da ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, als ich Sie gesehen habe, dachte ich erst, aber Sie haben ja doch Humor und Sie sehen die Welt mit den richtigen Augen und mit klaren Augen. Darüber habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut. Aber ist das vielleicht ein Zeichen von Vorurteilen, die in dieser guten Menschenwelt noch existent sind gegenüber bunten Vögeln? Nein, das kann doch nicht sein. Naja, es war ja, das ist ja eher ein bisschen die andere Welt, die konservative Welt. Ja. Wo ich mich dann auch immer wundere, da bin ich ja auch ein bisschen zerrissen, weil ja eben die bunten Vögel den Konservativen vorwerfen, sie hätten eben allen bunten Vögeln gegenüber Vorurteile. Aber ich glaube, das liegt, ja, und ich hab mich dann gefragt, naja, muss ich mich ja nicht wundern, wenn ich da hingehe und die haben Vorurteile, das sagt man ja immer. Aber die Frage Ja. ist, warum haben die Vorurteile? Und ich glaube, sie haben Vorurteile, weil sie von LGBTQIA2S+ immer nur auf die falsche oder auf die eine Sorte zugedröhnt werden. Und deshalb schon gar nicht mehr zuhören. Und wenn Sie dann zuhören, stellen Sie fest, dass es auch unter bunten Paradiesvögeln Menschen gibt, die eben nicht zeitgeistesgestört durch die Gegend fliegen, sondern die Welt mit anderen Augen sehen. Und Naja, die und ja nur sowieso. eine, wenn die Trompete nur einen Ton spielt, dann ist ja jeder andere Ton, wenn es Millionen Töne gibt, ja, und da ist aber immer nur ein Ton, der vorgegeben wird, dann ist jeder andere von diesen Millionen Tönen ist ein Fehlton sozusagen in der Wahrnehmung. Das ist, glaube ich, das Problem. Wir werden von vorne bis hinten vollgetextet mit einer einzigen Richtung und alles das, was einen Hauch abweicht von dem, was diese ultralinke Ampelmischpoke da treibt, alles das, was da ein Hauch daneben nur ist, auf der rechten Seite, links natürlich nicht, links ist egal, da kann man schon mal eine Stadt anzünden, aber alles, was auf der rechten Seite, auf der etwas konservativen Seite daneben ist, wird ja sofort so dermaßen verurteilt, dass du, also dass du dich schon schämst, wenn du anders denkst. Ja, damit müssen wir wohl leben. Die anderen bleiben, da ist eine, die anderen werden halt laut. Es sind ja viele ungehört. Bei den LGBT-Leuten, also bei den schwulen Lesben und so, da gibt es halt auch furchtbar viele Menschen, die sich da gar nicht von angesprochen fühlen und sich auch davon genervt fühlen, aber die sagen eben nichts. Die Soll ich ziehen. dir sagen, wie viele das sind? Kann ich dir genau sagen. Ein großer Konzern hat ja diese Umfrage gemacht im letzten Jahr schon, Ja. im Frühling letzten Jahres. Es sind also in der Umfrage, bekennenden Homosexuellen, Lesben, Transsexuellen und so weiter und so fort, sind es 5,2%, die sich mit dieser Bewegung identifizieren. 94,8% finden das falsch, daneben, uninteressant. Hat für sie keine Relevanz. Auf die Gesamtbevölkerung gesehen, auf die Gefahren, dass ich mich hier wiederhole und jemand gelangweilt ist, wenn ich das nochmal so deutlich sage, aber es ist tatsächlich so, auf die Gesamtbevölkerung sind es 0,47%, die diese Bewegung mittragen. 0,47%. Gar keiner. Es interessiert keinen. Wo wir bei Interesse an Mitmenschlichkeit sind, also das ist ein schönes Thema. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Mir ist aufgefallen, dass die Jahreszeit sehr gut ist für den zwischenmenschlichen Verkehr, nämlich für gar keinen. Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, ist jetzt ein krasser Sprung, aber fällt mir jetzt gerade dabei ein, das wird ja so wenig kommuniziert. Und die Leute, die sich eben nicht mit LGBT oder überhaupt mit diesem ganzen Gedöns identifizieren, schweigen ja ziemlich. Außer in Privatgesprächen, da hört man das dann immer. Jetzt geht Ja. mir alles auf den Sack und so. Weißt du, was mir aufgefallen ist, wenn ich mit dem Hund gehe, es möchte eigentlich niemand mehr mit niemandem reden. Bei diesem Wetter jetzt haben die Leute ja alle Regenschirme und die halten jetzt die Regenschirme alle nach vorne. Ist egal, von wo der Regen kommt, ob der von der Seite kommt, von hinten oder von was weiß ich. Der Regenschirm wird immer nach vorne gehalten, damit man das Gesicht nicht sieht. Ja. Muss man nicht grüßen, da muss man nicht freundlich gucken. Genau. Und das stand ja auch neulich in der Bild-Zeitung, die Bundeswehr hat ja jetzt neue Regenschirme bekommen. Ach. Und ja, weil das ist, du bist ja auch noch einer von diesen alten, wirklich, wirklich alten, rechten, konservativen, die glauben, man müsste den Russen, der hier einmarschiert bald, weil er ja schon praktisch auf dem Weg durch
also jede Grenze und alles das ist, der Russe will ja, der Putin an sich will ja nichts weiter als endlich wieder Berlin erobern, was er schon mal gemacht hat und was er am Ende nicht gehalten hat. Aber das will er gerne. Und jeder denkt, man müsste jetzt den Russen, der kommt, erschießen oder man müsste mit Raketen oder Atom. Quatsch. Was man macht ist, man nimmt den Regenschirm, den spannt man auf, zack, in die Richtung des Russen und der Russe so, hä? Und Bruskin im Nuschtje wissen nicht, und schon dreht er um. Also. Das hat keiner gewusst, aber das hat unsere Bundeswehr. Unsere Bundeswehr hat erkannt, dass dieses ganze Militär, diese Milliarden und Milliarden, die da draufgehen, kleine Schrauben, die im Handel 2 Cent kosten bei der Bundeswehr 24 Euro, weil sie geprüft sind, alles das völlig unnötig. Was wir brauchen, sind ausreichend Regenschirme. Und ganz ehrlich, wenn du dir überlegst, du bist mit deinem Gewehr unterwegs und stehst 80 Millionen, jetzt hätte ich fast gesagt 84 Millionen, ist ja Quatsch, weil die 4 Millionen, die hier als Gäste hergekommen sind, verteidigen unser Land ja nicht, die finden das ja scheiße. So, also diese 80 Millionen, ja, hier, die, alle, pass auf, einmal, alleine, was an Windkraft entsteht, wenn wir gleichzeitig unsere Schirme aufmachen, bläst den Russen hinten um. Es ist so einfach, es kann, und das ist eben, finde ich, als Botschaft auch für unseren Podcast wichtig, der normale Weg ist nicht immer der richtige, man muss auch mal querdenken. Ah! Mann. Ja. Wo ich bei Russland bin, wieder ein Themawechsel, krass. Also heute hüpfen wir ja wie die Häschen hier. Ganz buschelig. Russland, du weißt ja, dass ich immer noch nach wie vor offen habe, dass ich Geld von der AfD kriege. Ich kriege ja Geld von der AfD, ja, weil die Werbung gemacht haben mit einem Bild, was mir ausgesprochen ähnlich sieht. So. Ja. Und die haben wir ja verklagt. Und das Geld, was ich dafür kriege, ja, 2.500 Euro, glaube ich, dieses Geld möchten wir ja Transkindern spenden. Also ich möchte das Transkindern spenden in Osnabrück. Weil das sind also insbesondere ein Mädchen ist dabei, die überhaupt nicht möchte und mit dem ganzen Gedöns nichts zu tun haben möchte. Und darum habe ich gedacht, ach, dann ist das da ganz gut aufgehoben. Mhm. So, das ist jetzt, haben die aber nicht überwiesen. Das ging jetzt, lief jetzt ewig rum. Die haben einfach nicht überwiesen. Das kam einfach nicht, das Geld kam einfach nicht so. Also habe ich mir einen Anwalt genommen. Und dieser Anwalt hat sich dann dahinter geklemmt. Und ja, es soll dann jetzt angewiesen sein. Es sollte eigentlich gestern oder heute da sein. Nun war es aber nicht da. Da hatte ich schon überlegt, muss ich jetzt den Anwalt wieder anrufen oder nicht? Und dann hat der mich heute angerufen. Und ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf oder nicht, aber ich finde es so lustig, darum habe ich es jetzt erzähle ich es jetzt. Der hat dann gesagt, naja, dieser Mann, von dem Sie das Geld jetzt kriegen von der AfD, der hat ja im Moment andere Sorgen. Vielleicht hat er das deshalb vergessen. Und dann sage ich, meinen Sie Russland? Du weißt doch, dass da einer abgehört wurde. Und dann sagt er, naja, ich kann jetzt also zumindest so viel dazu sagen, dass dieser Mann vom tschechischen Geheimdienst abgehört wurde. Das heißt, die Telefonate meines Anwalts bezüglich der Spende für die Transkinder, für Herrn K. Ray, darüber weiß jetzt der tschechische Geheimdienst auch Bescheid. Jetzt aber so. Und jetzt stell dir bitte vor, du hättest gesagt, das kriegen keine Kinder in Osnabrück, ja, sondern es bekommen russische Kriegsopfer. Was wäre jetzt los? Mein Freund, du wärst schon lange im Knast. Ich müsste hier alleine sitzen bei dem Podcast. Ja, ich müsste dann probieren, das irgendwie hinzukriegen, mir also immer hier erst aufzunehmen, dann rüber zu rennen zu dir, mich in das Zimmer setzen, Haare wild machen, dann so reden wie du, dann wieder zurück zu mir. Das wäre ein Riesenstress gewesen. Und du hättest da alleine in der Zelle gesessen bei Wasser und Brot und hättest denen erklären müssen, das ist ganz ehrlich nur einfach, du wolltest nur Gutes tun. Und du hast gedacht, ein Kriegsopfer ist ein Kriegsopfer, egal woher es kommt, ja, ist auch nichts dafür. Nee, da bist du, aber da sei ganz froh, dass du das solchen Kindern vermacht hast. Ganz gute Entscheidung, ja. Wären wir ordentlich in die Bretagne gekommen. Ja. In die Bordelaise. Einfach rein in die Bordelaise. Verdammte Kiste nochmal. Mann, da hätte es uns aber erwischt, herrlich. War. Ach, du hast mir gesagt, ich könnte ja auch mal in die Bild-Zeitung gucken. Und du hast mir gesagt, du wolltest mir eine Bild-Schlagzeile mal schicken. Aber ich habe dir nicht gesagt, brauchst du gar nicht, weil ich die Bild-Zeitung ja habe. Ich gucke da noch nicht rein. Ich habe übrigens ganz viele Kosten minimiert. Indem du die Bild-Zeitung jetzt stiehlst. Nein, die Bild-Zeitung habe ich noch. Ich habe echt Abos gehabt bei der Bild, bei der Welt, beim Spiegel.
Bei Photoshop, bei Adobe, bei LANDR Mastering Software, bei, ich weiß nicht, ganz furchtbar viele Abos hat man ja. Ja. 2 Terabyte bei Apple, 2 Terabyte bei Google, 2 Terabyte bei Windows. Und das habe ich neulich mal alles durchgeforstet, weil ja Sprit so teuer ist und man im Moment echt auf jeden Pfennig gucken muss. Und dann Ja. habe ich mal immer, wenn irgendwo wieder was abging, habe ich das alles gekündigt. Nur das Weltabo habe ich behalten. Und Spiegel läuft noch ein bisschen, das läuft auch noch, aber ich werde mich da von einer der beiden Zeitungen verabschieden. Und das Bildabo, das habe ich nicht gelöscht, aber ich habe gedacht, dafür, dass du das seit 3 Jahren bezahlst, könntest du ja vielleicht einmal reingucken. Auf jeden Fall. Das mache Ja. ich immer nur, wenn ich in Herthasee auf dem Campingplatz sitze. Und dann gucke ich lese ich jeden Morgen meine App, wo meine Frau sagte, naja, aber ein ganzes Jahr bezahlen, damit du da eine Woche lang jeden Morgen drauf gucken kannst, ist ja auch ein bisschen viel. Und da steht heute drin, dass die Lufthansa, also in der Bild, steht heute drin, dass die Lufthansa Ja sagt zum Dumbo. Endlich. Also kriegen wir jetzt 20.000 Elefanten. Hatten wir denn die Geschichte, hatten wir erzählt, oder? Das hatten Nein, wir die schon haben wir noch berichtet, nicht ne? erzählt. Wir haben die noch Genau, nicht. genau. Also jetzt die Lufthansa sagt, sie sei da auch, er hätte eine Expertise, was das betrifft. Sie würde die Dummus hier. Das Wichtige ist ja nur das, dass die dann hier frei rumlaufen. Ich bin schon gespannt. Das wird ordentlich knallen, glaube ich. Also Richtig, ich hoffe harter ehrlich gesagt. Konkurrenz. Wobei, weißt du was? Dann können die Grünen doch endlich sagen, wir waren das nicht. Wir haben das Land nicht zerstört. Es waren die 20.000 Elefanten. Und Womit wir dann. wieder bei Ausreden wären. Ja, genau. Und dann können wir eins machen. Dann könnten wir ja endlich mal diesen Schweinehund in Botswana, der uns mit Elefanten überschwemmt, da können wir Krieg gegen Botswana machen. Endlich mal eine neue Front. Ja, das ist Wir natürlich. sind auf der Suche nach endlich mal Fronten, wo wir uns einbringen können. Und dann können wir, und zwar mit oder, stell mal vor, die Elefanten, wenn du vor denen, sind mal 80 Millionen Regenschirme aufklappen. Der Elefant rennt schreiend um Hilfe bis nach Polen. Kennst du die Geschichte von der Biene, die einen Elefanten ficken will? Kennst du die? Nein. Also eine Biene fliegt durch die Gegend und denkt, ich bin so geil, ich bin so geil, ich bin so geil, ich will den Elefanten, ich muss irgendwas zu ficken haben. Und dann fliegt die zu dem Ohr von dem Ja. Elefanten, sagt, darf ich dich ficken? Und dann sagt er, ja, flieg nach hinten, fang an. So, und dann fängt die Biene an, den Elefanten zu ficken, zu vögeln, habe ich früher immer gesagt. Vögel Ja. darf man ja nicht sagen, weil es ist ja kein weder ein Vogel. Man müsste sagen Elefanteln oder Bienen. Also Ja. die Biene bienelt dann den Elefanten. Und dann kommt eine andere Biene vorbei und findet das total, ist total neidisch, dass diese Biene jetzt den Elefanten Ja, zu Recht. und sagt, die Nummer werde ich dem versauen. Und fliegt zu dem Elefanten und sticht dem Elefanten voll ins Auge. Und der Elefant schreit, aua, aua. Und dann sagt die Biene von hinten, ja, schreien sollst du, du geile Sau. Darf man so einen Witz erzählen? Eigentlich heute noch mal, weiß es nicht. Man muss. Ja, man muss, genau, ja. Damit wären wir ja praktisch dann schon beim britischen Parlament angekommen, ne? Bei Elefanten, Bienen und Nee, vor allem beim Vögeln. Da gibt es jetzt ja einen Grinder-Sex-Skandal. Ich kenne Grinder, ist für mich so ein Ding, wo man Marihuana mit klein reibt irgendwie. Aber gut, das scheint was anderes doch zu sein gleichzeitig. Also ein Sexskandal erschüttert das britische Parlament. Ein prominenter Abgeordneter der konservativen Partei, natürlich, des britischen Premiers Rishi Sunak, indische Abstammung, ist in einen Erpressungsskandal um Sexting-Nachrichten verwickelt. Er hat also anscheinend auf Grindr, hat er, ja, ist eine Dating-App wohl für schwule Männer und da hat er jemanden kennengelernt und dann sind da intime Fotos ausgetauscht worden und so weiter und so fort und deswegen hat man ihn erpresst und er fühlte sich dadurch durch diese Erpressung furchtbar gedemütigt. Jetzt frage ich dich mal was, ich habe das neulich schon, ich habe bei mir im Sender immer, wir haben so ein Generation Z-Talk. Ich habe so die Stella bei uns, die ist Lehrling. Und die Stella geht dann immer mit uns, setzt sich immer mit uns an den Tisch und dann reden wir drüber, was die jungen Leute so, ne? Was machen denn die jungen Leute so, um da so eine Nähe herzustellen? Und hast du denn da so einen Klickknopf, wo du immer, wenn die genau sagt, einmal zählst, wie oft die genau Ja, sagt? macht sie gar nicht. Das Also. stimmt. Das ist sehr gut beobachtet. Genau, das ist so ein Thema. Das ist dieses immer, ja, genau. Das, also als Verlegenheitswort, so wie früher, ist heute genau. Das stimmt. Sie aber nicht. Sie dagegen hat gesagt, da, also hat erzählt, oder ich habe sie, andersrum, ich habe sie erst gefragt, sag mal, wie ist das denn mit Dickpics und so, ne? Das ist doch albern. Oder also warum gibt es das eigentlich wirklich? Und ist das ein Trend gewesen? Und da sagt sie, nee, das ist ganz normal. Ich sage,
Aber ich finde das mal, also meine Generation lacht immer, wenn wir so eine Geschichte hören. Ne? Warum soll man denn, was hilft das denn? Wie ist das denn bei Frauen, wenn die so ein schönes Penisfoto bekommen? Dann erfreuen die sich, werden die da erregt von? Dann sagt sie, ich finde das total uninteressant. Und eigentlich sieht es auch immer scheiße aus. Und das interessiert uns überhaupt nicht. Ich sage, aber warum sagt das denn den Jungs keiner? Weil die scheinen ja zu glauben, dass das Versenden ihres Geschlechtsorgans, egal in welchem Zustand, in irgendeiner Form attraktiv ist. Da muss ja im Gehirn, irgendwann im Gehirn des Menschen, des männlichen jungen Menschen, ist etwas schiefgegangen, dass man gedacht hat, man müsste Penisbilder verschicken. Also eine Abiturnote zum Beispiel, das wäre was Schickes, oder ein Arbeitsvertrag könnte man verschicken. Man könnte auch, kann man ein Gesamtfoto oder modische Geschichte, so in schöner Kleidung ein Bild von sich verschicken. Aber warum verschickt man Penisfotos? Kannst du mir das erklären? Ich kann es nicht, nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil ich selber schon mal eins verschickt habe. Aber warum hast du es verschickt? Das ist ja spannend. Ich weiß es auch nicht. Weil derjenige gefragt hat, schick mir Nein! doch ein Penisfoto, um dich Nein! hinterher zu erpressen. Und da hat er gesagt, du musst jetzt Comedian sein und du darfst nicht, du darfst kein System-Comedian werden. Du bist, jetzt weiß ich die ganze Geschichte. Eigentlich wolltest du bei Corona, wie alle anderen auch, mit Caroline Kebekus zusammen über die Lande gehen und die Leute zum Impfen bewegen. Und dann kam dieser niederträchtige Mensch, der dir ein Dickpick abgerungen hat und dich danach damit erpresst hat und gesagt hat, du musst gerade bleiben. Du musst gerade bleiben, du musst die andere Nachricht verbreiten. War das so? Gibst du? Genau, denn so war's, womit wir wieder beim Thema Ausreden wären. Du warst als Ausreden-Aktivist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich habe mir Weißt Geschichten du, ich ausgedacht. muss immer, wenn man über Dickpics redet, dann kennst du das. Es gibt wenig Situationen, wo ich so wie so eine Schildkröte den Kopf einziehe. So. Aber Ja. immer, wenn die Leute über Dickpics lästern, dann ziehe ich unbewusst den Kopf ein und denke: Also, was sage ich denn jetzt? So. Weil Aber guck ich mal, eine ehrliche Seele bin. Ich habe meiner meinst du, Frau einen Dickpic geschickt. das ist ja total in Ordnung. Obwohl die den kannte. Aber ich habe trotzdem. Und meine Frau hat dann gesagt: Schick mir doch bitte jetzt nicht ein Bild von deinem Penis. Den hat dein ganzes Publikum jahrelang schon gesehen. Das ist keine Trophäe. Aber die Frage ist: Ich kann dir nicht beantworten, warum ich das gemacht habe. Ich weiß das nicht. Wahrscheinlich war es so, dass du ihn angeguckt hast und hast gesagt, so geil, also das ist so geil, dass ich das habe, ist einfach geil. Und jetzt will ich diese Freude, dieses unglaubliche Glück, dass ich im Besitz von einem Penis bin, das möchte ich einfach mal mit anderen teilen. Also für mich ist ja alles rund um den Penis, ist für mich wie Religion. Da kann jeder machen, wie er will, aber er muss es ja nicht, also er muss ja nicht andere Leute da reinzwingen in die Geschichte. Auf der anderen Seite frage ich mich, nehmen wir mal an, du würdest jetzt 100 Frauen nehmen, ne? Und dann hättest du 100 verschiedene Dickpics. Aber zugegebenermaßen der Gerechtigkeit halber im gleichen Zustand. Also entweder so oder so, aber auf jeden Fall 100 Dickpics. Meinst du, Frauen würden, es gibt überhaupt eine Form von Wertung von Penissen, die sozusagen, wo die Frau sagt, ja, ich will lieber den Penis haben als den Penis? Das glaube ich schon. Da müssten wir uns mal durch Generation Z Podcasts wühlen. Da gibt's Die hat finde das in Abrede gestellt. Stella hat das in Abrede gestellt. Stella hat ich. gesagt, nein, das hat keinen Effekt. Weder finden wir es sexy noch interessant noch irgendwas. Es ist einfach scheißegal. Also da muss ich dir ja sagen, bei den Schwulen, also, guck mal, da kann ich wieder mitreden. Aha. Als bisexueller Mann kann ich ja für beide Parteien sprechen. Ja. Und bei den Schwulen hat man, das sagt man heute noch, du, ich habe einen neuen Typen kennengelernt. Dann haben die Schwulen immer gesagt, und sympathisch? Wie sympathisch ist er denn? Du, sehr sympathisch. Da fällt mir der Witz ein, wo in dem Dorfbordell die Frau den Kunden verabschiedet und sagt: Tschüssi. So, ne? Und er dreht sich um und sagt: Wiedersehen. Ah. Es gibt. Ja, ist schon unglaublich. Aber also, bei den Schulen ist das total wichtig. Und ich muss dir auch ehrlich Ja, sagen, aber ganz ehrlich, aber meinst du denn, guck mal, bei Schwulen, bei der Engländer hier, wer kam ja auf den Engländer, der hat ja Sexting betrieben, also sexuelle Texte plus Dickpics versendet. Ist das bei den Schwulen normaler vielleicht als bei den Heteros mit dem? Also hat der Schwule an sich Interesse an anderen Penissen, also Bilder von anderen Penissen? natürlich hat der schwule Interesse an anderen Babys. An Bildern, nee, nicht an anderen, ich meine an Bildern von anderen, Och weil, ja, guck mal, glaube ich. ich kenne auch keine Frauen, die Mupics verschicken. Mupik. Ich habe noch nie Mupics bekommen. Mupik. Ja, aber die sind ja auch verschlossen. Die sehen ja eigentlich alle gleich aus, oder nicht? Nein.
Da gibt es riesige Unterschiede. Ja, soll ich Ehrlich? dir mal ein paar Bilder schicken? Also, hey, ich weiß es nicht. Na, jedes anders. Das ist wie bei Penissen. Das ist genau das gleiche System, ja, nur auf der anderen Seite. Gut. Nur nach innen. Also jetzt, Moment, jetzt nur mal vorsichtig sein. Das war früher. Also früher gab es ja XX und XY, da gab es zwei Geschlechter und so, heute ganz anders. Ich weiß nicht, ob es innerhalb der Mus und der Dicks, ob es da vielleicht Mu-Dicks, Dick-Mus gibt. Dick-Mus. Man weiß nicht. Dass unter Umständen, dass es nicht eindeutig ist, dass es zwei Geschlechter gibt und dass es nur das Geschlechtsorgan und das Geschlechtsorgan. Vielleicht gibt es andere Geschlechter. Vielleicht gibt es In-Between-Geschlechtsorgane. Das gibt es ganz bestimmt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ein Moment. Loch mit Rüssel. Was? Ein Loch mit Rüssel. Also, komm, es gibt die wildesten Sachen. Ja, ich habe da vorhin ein Bild verschickt. Ich muss mal eben gucken, wo habe ich es denn? Da ist es. Ich habe Was keine ist ein. Dickpics. Keine Dickpics. Ich möchte es nicht sehen. Nein. Was ist ein Fuck- oder Fronthole? Ja. Darüber klärt auf. Treff LGBT plus queere Jugendzentren in Deutschland. Okay, und was ist Einige das? Transmänner bezeichnen ihre Vulva als Fuck- oder Fronthole. Damit geben sie der Vulva eine neue Bedeutung, welche mehr auf die gewünschte Funktion hinweist. Oft wird Frau sein gesellschaftlich auch mit dem Vorhandensein, überleg mal, was für ein Quatsch. Oft wird Frau sein gesellschaftlich auch mit dem Vorhandensein einer Vulva assoziiert. Durch die Umbenennung der Vulva zum Front- oder Fuckhole drücken Transmänner ebenfalls aus, dass sie ein Mann sind und eben keine Frau. Pass auf, und jetzt stell dir vor, in 100 Jahren, ja, lesen Wissenschaftler diesen Text. Weißt du, was die sagen werden? Die werden einfach genau das sagen, was wir heute auch schon sagen. Die, die das sagen, denken und schreiben, sind einfach, schlicht und einfach reif für die Klapsmühle. Das ist einfach so. Die kannst du direkt in die Klapse packen. Die sind durchgescheppert. Die beschäftigen sich mit Dingen, die nicht existent sind. Es ist das, also Geisterjäger John Sinclair, ja, hat mehr intellektuelles Niveau als jeder von diesen Vollpfosten. Und man muss dann sagen, dass was sie da erzählen, weißt du, wie das auch klingt, wenn du schon vorliest, ne? Das klingt so wie so eine Gebrauchsanweisung von so einem Rührstab, wo man sagt, pass auf, ich brauche das gar nicht. Ich nehme den Rührstab in die Steckdose und dann wird damit gerührt. Ich muss nicht lesen, 220 Volt und 5 Ampere Widerstand dreht sich die Kurbel 370 Mal. Ist mir scheißegal, wie oft die sich dreht und wie sie heißt. Was mich interessiert ist, Steckdose. Fertig. So geht ein Rührstab. Und ich muss diese scheiß Gebrauchsanweisung nicht lesen. Und der Grund, warum ich nicht gut bin im Programmieren, ist, weil man da so viel Gebrauchsanweisung lesen muss. Deswegen kann ich es nicht. Frage ich lieber jemand anders, der erklärt es mir Thema durch. Hier ist es ja, das ist ja ein Text, der ist ja unkom, der ist, das ist einfach Unfug. Das ist totaler Blödsinn. Die Naja, Bibel aber rückwärts ist leichter zu lesen. habe ich neulich eine sehr schöne Kachel, die ich auch gerade versuche in meinem Rechner hier zu finden, darum scrolle ich hier so rum. Ich habe neulich eine Kachel gefunden, irgendwie. Wir lesen von menstruierenden Männern, Ja. Soll ich dir sagen, wie aber das geht? warnen vor Fake News im Internet. Ja, soll ich dir sagen, genau. Soll ich dir sagen, wie menstruierende Männer funktionieren? Kann ich dir sagen. Oh, ich habe Kopfschmerzen. Wird das alles. Aber. Zu einem dieser alte Witz, wo dieser Typ die Kopfschmerztabletten auf das Kopfkissen legt und sie sagt, warum legst du mir die Tabletten ein? Ich habe doch keine Kopfschmerzen. Worauf er sagt, schön, Schatz, dann können wir ja jetzt ficken. Schöner Altherrenwitz. Also vor allem, die kommen alle heute, heute läuft, heute springen wir, wie, weißt du, wie wir sind? Heute sind wir wie zwei Zwölfjährige, die ins Schullandheim kommen und immer auf diesen Betten rumspringen, von rechts nach links. Ja. Ich muss aber zurückkommen auf deine Praktikantin, ohne ihr zu nahe treten zu wollen. Also die sagt jetzt, den Frauen ist es an sich völlig egal, was sie für einen Penis haben. Nein, wir haben so darüber nicht gesprochen, aber es ist ihnen egal, Bilder vom Penis anzugucken. Also, wenn der am Ende einen Penis hat und der ist 4 Meter lang, dann ist das natürlich schon anstrengend. Oder wenn er keinen hat, ist auch scheiße. Aber darüber haben wir gar nicht gesprochen, sondern mich hat ja interessiert, was aus deren Sicht wohl der Grund sei, also ob es interessant oder attraktiv ist, also ein Penisbild zu, warum man das macht. Weil es eigentlich, guck mal, das System der Menschheit ist ja so, das Erfolgreiche setzt sich durch. Fertig. Jetzt ist entweder. 4 Meter langer Penis wird es nicht sein. Kannst du mal ein bisschen mit dem Hintern wackeln, damit ich das Gefühl habe, du hast Spaß? Kannst du mal 2 Zentimeter rausziehen, dann könnte ich eventuell mit dem Kopf wackeln.
Ich wollte jetzt deine Fantasie nicht überbeanspruchen. Aber jetzt stell dir vor, die Frage galt ja eher dem, also welche Relevanz hat das? Und ich glaube, dass die Natur ja immer, das ist ja erwiesen, ja. Also wir kennen die Geschichte vom Birkenkäfer, der war früher ganz weiß, weil die Birke auch ganz weiß war. Im Laufe der Jahrzehnte hat die Birke eine etwas gräuliche Farbe angenommen. Der überlebende Birkenkäfer ist gleich gräulich. Der ganz weiße Birkenkäfer ist zu sehen auf der Birke, damit nicht mehr von der Birke sozusagen gedeckt und wird von anderen Insekten aufgefressen. So. Das gleiche Prinzip im Prinzip gilt ja für Menschen grundsätzlich. Jetzt guck dir an, da ist einer, der verschickt also Dickpics. Der macht das ja nur deswegen, weil er damit anscheinend irgendwo Erfolg hat. Ansonsten ist der so strunz. Guck mal, ich gehe doch nicht hin und pinkel gegen Elektrozaun, krieg eine gesemmelt, dass ich 3 Tage nicht mehr vögeln kann und gehe wieder hin. Ich bin doch nicht dumm. Ich soll nicht lernen daraus und dann mache ich es nicht mehr. So, jetzt sag mir, was kann oder wer hat oder wie kann es sein? Deswegen frage ich dir das ja, dass jemand das macht, weil er muss ja dann irgendwie das assoziieren mit Erfolg. Also entweder ist der so blöd, ich meine, gut, mir fällt gerade ein anderes Beispiel ein. Und zwar, kennst du diese Menschen, die heute Kinder kriegen? So, diese ganzen, ich weiß gar nicht, wie sie beschreiben sollen. In Hamburg wohnen sie alle in der Schanze oder so. Das sind die sind so, die sind also total biologisch dreifach durchgewaschen und hin und her. Und dann reden sie so, faseln so viel Quatsch daher, reden. Das ist dann so ein Typ, der so einen Scheiß geschrieben hat, den du gerade vorgelesen hast. So, und dann kriegen die Kinder, ne? Und dann ist es immer so, dass das für die ein Weltereignis ist. Etwas Irrsinniges ist passiert. Dann gehen die mit dem Kind in ein Café und dann, ach, der kleine Torben Hendrik, da muss man ganz vorsichtig sein. Er trinkt nur Wasser auf 38,2 Grad, weil wenn das ein bisschen heiß ist, dann ist ihm nicht so an. So. Und dann heben die ihr Kind hoch, immer so wie Simba hier in Er König der Löwen. Wala, wala. So dieses Ding. Und die halten ihr Kind für das größte Ding der Welt. In Wirklichkeit hat er seine kleine Nudel in ihr Ding reingesteckt, dann haben die zusammen rumgepimpert, dann ist da was rausgelaufen und dann ist am Ende ein Kind bei rausgekommen. Passiert seit Millionen Jahren. Nichts Besonderes bei Menschen und bei Tieren. Und die feiern das aber, als wären sie die Größten. So. Und diese Menschen, die so sind, ja, ich glaube auch, dass die kein langes Leben mehr haben, weil das ist eine falsche Einstellung. Das ist nichts Besonderes. Keine besondere Leistung. Ist Nein. Pimpern und Kind gekommen. Keine besondere Leistung. Kannst du stolz drauf sein, jeder für sich, wie er will, bitteschön. Und das Gleiche gilt vielleicht auch für diese Penishuldiger, die sich immer wieder angucken, wissen, dass sie nichts können. Die können kein Gedicht auswendig daher sagen. Die können nicht rechnen. Die können nicht lesen. Arbeiten können sie schon überhaupt gar nicht. Ihr Work-Life-Balance ist im Arsch. Aber sagen, ach, aber guck doch mal an, ich habe einen Penis. Und Ja. der Rest der Welt so, ja und? Ich habe gerade von jemandem gelesen, der seinen Penis anscheinend unbedingt los sein möchte. Ein Mann, der eine, mal gucken, vielleicht weißt du ja, wer es ist. Ein Mann, ich bin völlig geschockt, das ist gerade nebenbei hier reingeflogen. Ein Mann, Schauspieler, deutscher Schauspieler mit französischem Namen, weiße Haare, war ganz auf dem Weg nach oben, hat dann, glaube ich, eine satte Drogenkarriere hingelegt. Ist befreundet mit einer Freundin von mir, das wisst ihr jetzt nicht wissen, aber ist da, mit einer Freundin von mir, die war mit dem auf dem Dommarkt, war auf dem Hamburger Dom und hat gesagt, man kann mit dem nicht weggehen, weil der will immer auch mehr, will immer erkannt werden. Wieso Schauspieler so sind, ja. Lebt in Hamburg, der will immer erkannt werden und immer war es ihm ganz aufwendig. Er lebt, glaube ich, in Hamburg, hat eine, glaube ich, eine ziemlich erfolgreiche Tochter jetzt, weißt du, wen ich meine? Französischer Name, Vasare, und war dann tatsächlich sogar im Dschungel. Und über den lese ich gerade, ich fühle mich schon lange innerlich als Frau und auch äußerlich empfinde ich es als angenehm. Gut, ich komme noch nicht drauf, aber ich sage dir eins. Ich glaube, der wahre Satz ist, also das ist eine Ausrede, was er da erzählt hat, der wahre Satz ist, ich will so schrecklich gerne wieder irgendeine Rolle haben, ich spiele auch eine Frau, mir scheißegal, bitte lass mich irgendwie ran. Ja, also ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen entsetzt, dass ich das gelesen habe. Hier flattern ja nebenbei Aber es immer. ist nicht, pass auf, ich will erstmal so, es ist nicht Otto. Nein. Es ist nicht, wie heißt er hier, Sky Dumont? Nein. Da bin ich beruhigt. Nein, die sind es nicht, aber mit Sky Dumont geht es schon in so eine richtige, so in so eine Re Richtung schon. Da könnte es schon passen. Es ist Mathieu Carrière. Der Mann, der seit 400 Jahren keine Rolle mehr hatte, ist jetzt bereit, auch eine Frau zu spielen. Mein Freund, lieber Mathieu, das kannst du am Karneval machen. Das kannst du auch zum Beispiel jetzt, bald ist wieder ein Hamburg-Schlager-Move. Verkleide dich als Frau, geh dahin, fühl dich wohl, sei frei.
es wird ja nur imagemäßig nichts nützen, jetzt ranzuhängen. Wenn ich jetzt sagen will, ja, ich will mein Image ändern, will auch dazugehören und sage jetzt plötzlich, ach, mehr Krieg, mehr Wärmepumpen, ach, ich will meine Haare haben wie Herr Habeck und so. Es ist unglaubwürdig. Es ist einfach unglaubwürdig. Das ist wirklich Laternenfall ganz unten. Also. Ja. Mathieu Carrière, gut, wobei man sagen muss, da ist dieses Thema, ich glaube, er hat auch tatsächlich, also es ist einfach so, er könnte eigentlich bei diesem Stuhlkreis teilnehmen, in der Betty Ford Klinik, wo man einfach sich hinsetzt und sagt, mein Name ist Mathieu Carrière, meine Karriere ist auch ein bisschen kaputt und ich habe viel genommen Drogen und möchte vielleicht jetzt eine andere Leben führen. Als Strafe für mich denke ich mir aus, Penis ab, bin ich Frau. Lass ich mich jetzt von hinten nehmen, weil ich habe viele andere Leute auch von hinten genommen, besonders meinem Dealer, wo ich habe jetzt die Rechnung nicht bezahlt. Könnte sein. Ja, ist das nicht furchtbar? Man muss optimistisch bleiben. Ne? Und Optimismus heißt ja umgekehrt, summ sie mit Po, habe ich gerade gesagt. Heute ist wirklich, das ist einer der besten Podcasts, die wir je gemacht haben. Und er ist komplett unkontrolliert. Verdammt. Das Stichwort Lügen haben kurze Beine, stimmt. Dann hat Lauterbach viel Hornhaut am Sack. Oh, gibt es denn kein ernstes Thema mehr? Doch, pass auf, es ist überhaupt kein Problem. Lass uns über ein ernstes Thema sprechen. Gut, jetzt bin ich gespannt. Ja, kennst du Gil Ofarim? Ja, natürlich, das ist ja der Lügner. Der ja. Lügner. Das ist ein ernstes Thema, du musst ja nicht schon wieder anfangen zu gackern. Ja, also, aber das ist ja wirklich, also das ist ja wirklich auch eine Luft, das ist eine Luftpumpe, ja. Pass auf. Also, Gil Ofarim verscherbelt Papas Lieblingsgitarre. Aha. Finde ich ein ernstes Thema. Von Abi Ofarim. Ja. Das ist, also, was soll ich sagen? Ich habe noch nicht irgendwas über die Ofarims gehört. Das ist ein ernstes Thema, ja, aber. Ja, da ist der verscherbelt Papas Gitarre. Wobei Papa lebt ja nicht mehr, muss man jetzt sagen. Oh. Genau, so. Finde ich ernst. Ja. Ja, dann gibt es den Mann, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit wenig Haaren am Kopf und viel Haar im Gesicht. Dieser Deutsche hat das Internet gerettet. Es ging um eine halbe Sekunde. Was? Andres Freund entdeckt Hackerangriff, jetzt feiert ihn die ganze Welt. Dieser Deutsche, 38, hat das Internet gerettet. Raspel, kurze Haare, schwarze Brille, Backenbart und seine größte Leidenschaft ist der Computer. Also mal, ist der mal Roblox hat er gemacht, ne? Hat er bei Roblox was gemacht? Oder bei Minecraft? Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sagt er, vor seiner plötzlichen Popularität ist Andreas Freund überrascht, denn er ist eher ein stiller Typ. Ich bin ein ziemlich auf Privatsphäre bedachter Mensch, der einfach vor dem Computer sitzt und auf Codes herumhackt, hat er gesagt. Zum Glück sitzt er gerne vorm Computer. Das hat er auch vor ein paar Tagen im Flieger gemacht, als er auf dem Heimatbesuch auf dem Rückweg von San Francisco war. Dort heuert er 5 Jahre Entwickler bei Microsoft an. So. Und dann bei einigen Software-Teams hatte sein Computer, fällt ihm auf, dass Verzögerungen von einer halben Sekunde waren, wenn er Befehle eingab. Das machte sich auf die Spurensuche und entdeckte einen Schadcode. Er bemerkte, dass die Anmeldung plötzlich mehr Rechenleistung benötigte und so weiter und so fort. Und dann ist er da einem großen, wie soll man sagen, Virus auf die Spur gekommen. So. Man weiß noch nicht, wer es war. Im Endeffekt geht es wieder zurück zu Putin. Am Ende ist immer Putin. Ja, am Ende ist Putin. Also entweder ist Putin oder Rechte. Also eins von beiden. Ich weiß nicht, ob es ein rechter Putin war es vielleicht. Ja, es war bestimmt ein rechter Putin. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber er hat es auf jeden Fall, ganz egal, also er hat es auf jeden Fall tatsächlich gerettet. Weil diese Hintertür, die da offen sozusagen war, die wäre, also die eine offene Hintertür, weißt du ja selber, ist unangenehm. Das macht keinen Sinn. Ja, also im Moment ist ja Rettung sowieso in aller Munde ist ja, was ich ja grandios finde, ist, dass Nancy Faeser jetzt Deutschland rettet, indem sie jetzt mit ihren Säuberungsaktionen während der Polizei, nicht? Wir haben ja das ist irre, ne? Du darfst jetzt, also jetzt musst du, wenn man jemand behauptet, wenn in irgendeiner Behörde, das gilt ja nicht nur für die Polizei, sondern das gilt für alle, wenn in irgendeiner Behörde jemand sich hinstellt und sagt, du bist ein Rechter, dann muss derjenige, der beschuldigt wird, erstmal beweisen, dass er kein Rechter ist. Und es ist nicht mehr so, dass sie ihm nachweisen müssen, dass er irgendwie ein, gar nicht Rechter, sondern Rechtsextremer sozusagen ist. Dann ist das so, dass das da gemacht werden muss. Übrigens, diese Regel gibt es nur für das Thema Rechtsextrem, nicht für das Thema Linksextrem. Ein linksextremer Polizist wird nicht des Dienstes verwiesen, aber ein Rechtsextremer wird verwiesen und auch ein rechtsextremer verrenteter Polizist verliert seine Rente. Wenn er
rechtsextrem, wenn er als Rechtsextremer angeschuldigt wird. Und wie gesagt, die Bundesregierung, Frau Faeser, der Verfassungsschutz, keiner muss ihm das nachweisen. Man muss es einfach nur sagen. Und wenn ich jetzt will, dass du rechtsextrem bist, dann packe ich dir in deinen Account, packe ich dir einfach mal ein paar rechtsextreme Dateien rein. Ein bisschen Halleluja, ein bisschen Heil Hitler und sowas alles. Das ist da drin und dann war es das für dich. Und dann musst du beweisen, dass es nicht von dir ist. Wie willst du das beweisen als Laie? Das ist ja Quatsch. Kann man ja nicht. Selbst meine Tochter ist ja schwerst rechtsextrem, weil die neulich mit einer Puppe gekommen ist und gesagt hat: Papa, da ist ein Arm rausgefallen, machst du die wieder heil? Das ist, ganz ehrlich, das ist eine, das musst du, ich weiß noch nicht, wie dieses Kind ist, ja völlig, ist das so, muss das ins Heim? Ja, das muss ja erstmal vorsprechen, weil die versucht jetzt schon zu kratzen, weil sie muss ja jetzt ihre Unschuld beweisen. Das stimmt, ja, genau. So, wir haben also jetzt, wir hatten vorhin geredet über die Elefanten. Ich habe jetzt noch mitgekriegt, auch ein ernstes Thema tatsächlich, jetzt nochmal, um so ganz ernsten Bogen zu kriegen. Also diplomatische Verstimmung ist diplomatisch ausgedrückt, was das Thema Botswana-Deutschland betrifft. Die sind jetzt stocksauer, stocksauer. Also wieder bei den Elefanten und du klärst uns auf. Ja, sie haben, ja, und sie haben, also es ist jetzt so, dass tatsächlich, es gibt jetzt weltweit, ist das ein Thema geworden, also wir Deutschen sind jetzt weltweit die Vollidioten, die Botswana reinreden und es besser wissen, wie wir alles besser wissen, wir Deutschen, wir können ja auch den, keine Ahnung, den Chinesen ihre Jahrtausende Tradition einfach mal wegdiskutieren, wir können alles, wir können alles, wir Deutschen wissen einfach alles besser. Und, aber Frau Dings, Frau Baerbock findet das alles nicht schlimm. Was mir ein bisschen Angst macht, ist, der botswanische Präsident, der wollte schon vor einigen Tagen Großbritannien 10.000 Elefanten für den Londoner Hyde Park, wollte da schon anbieten. Das wäre doof, weil das sind ja im Sommer diese schönen Konzerte, wo ich immer hingehe. Und da möchte ich nicht, dass der Elefant da mitmacht. Ja. So, stell dir mal vor, der Elefant, der Luftgitarre spielt, das macht keinen Spaß. Oder wenn der Elefant Headbanging macht, dann kreist der Propeller. Ist das irre oder ist das irre? Ja, da stell dir mal vor, es gibt ja so schöne. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Aber es ist tatsächlich so, dass das weltweit die Runde macht. Ja, das ist ja auch eine schöne Nachricht. Und das ist ja auch passend. Und soll ich dir was sagen? Es ist tatsächlich so, dass immer, ich habe diese Nachricht mit den Elefanten, habe ich vor 5 Tagen gelesen und habe gedacht, ach, das ist, man denkt, also ich bin immer noch so, dass ich denke, das ist bestimmt wieder üble Stimmungsmache. Da warte mal ab. Und es bewahrheitet sich ja tatsächlich jetzt alles. Und es wird ja von der Presse schon wieder gut geschrieben, nach dem Motto, nein, nein, also so ist es ja nicht. Und es ist genauso, wie es jetzt beschrieben wird. Die sind sauer, dass wir solche komischen Gesetze machen und wollen uns 20.000 Elefanten schicken. Und da sind wir bei einer anderen Nachricht. Hoppeln wir doch mal eben dahin, wir zwei Hoppel. Ja. Wo ich auch gedacht habe, nein, haben die nicht gemacht, das haben die nicht gemacht. Doch, das haben die gemacht. Das Auswärtige Amt hat in Kairo Anzeigen geschaltet und um Zuwanderer geworben. Hast du das mitgekriegt? Nee. Ja. Ich habe nur gehört, dass sie irgendwas, also es war irgendwas, was mit einem Bild von einem Reisepass, wo nicht mal Bundesrepublik Deutschland falsch richtig drauf stand. Selbst das war so falsch geschrieben. Ein arabischsprachiger Informationstweet des Auswärtigen Amts sorgt bei Unionspolitikern für Empörung. In dem bereits Ende März auf der Nachrichtenplattform X veröffentlichten Tweet wird über das ab Juni geltende deutsche Staatsangehörigkeitsrecht informiert. Eine beigestellte Grafik zeigt den deutschen Pass vor schwarz-roter Flagge. Der Hammer ist, da ist in Arabisch tatsächlich wirklich geschrieben, also kommen Sie nach Deutschland, Sie kriegen bei uns Sie können 2 Staatsangehörigkeiten haben und Sie können auch Verwandte mitbringen, wenn Sie nachweisen, dass Sie deren Hilfe brauchen, kriegen die auch Bürgergeld. Aber das finde ich alles schon schlimm genug. Und das ist ja nun anscheinend keine Finte. Ich dachte ja, so blöd kann nur, das muss eine Finte sein. Und es ist eine, niemand wird danach gefragt. Und dann haben sie eben geschrieben, Europäische Union auf diesen Pass, Europäische ohne Ä und dann Bundesrepublik ohne L und Deutschland ohne C vor dem H. Also da fragt man sich doch jetzt wirklich, was sitzen da für Leute? Ja, da musst du nicht fragen. Das sind die gleichen Leute, die das Kiffergesetz gemacht haben. Das sind die gleichen Leute, die Wärmepumpen machen, die das ganze Land ruiniert haben. Das sind alles einfach komplette Vollidioten. Aber ich sag mal so,
Also irgendwann ist Wahl. Und im Moment ist es so, das war ja der Scholz, wir sind ja endlich wieder Gewinner, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Wir sind wieder weltweit Gewinner, endlich mal. Und zwar war die Frage, es hat die New York Times gemacht, die hat gefragt oder hat geguckt und recherchiert, welches ist das Land oder welches ist die Regierung, die am unbeliebtesten ist, weltweit, bei ihren Wählern. Und da haben wir gewonnen, Herr Scholz und die Bundesregierung sind bei ihren Wählern die unbeliebteste Regierung der Welt. Amerika kommt im Mittelfeld, Position 2 sind übrigens die Franzosen mit Herrn Macron und Position 3 war, glaube ich, der Kanadier. Und dann kommen die Amerikaner im Mittelfeld und, ach nee, Korea war, glaube ich, auch noch, Südkorea war auch noch irgendwo. Nicht Nord, sondern Südkorea war noch irgendwo. Dabei fällt mir was ganz anderes ein übrigens. Weißt du, was ist 15 Zentimeter lang. Die Männer geben gerne damit an, Frauen halten es gerne in der Hand. Sind wir jetzt wieder bei Dickpics? Ich Nein, weiß es nicht. 100-Euro-Schein. Ah. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Wo du mit dem 100-Euro-Schein ja heute auch nicht mehr weit kommst. 500-Euro-Schein nehmen und den nehmen sie nicht an, weil zu viel Geld gefälscht Ja, wird. genau. Auch das ist wieder das Thema, genau. Ja, Ja. hast du einen Buchtipp? Ich habe heute keinen Buchtipp. Dafür habe ich einen. Das ist gut. Aha! Deswegen habe ich ja keinen. Ach so. Ausreden, Ausreden! Was als linke Identitätspolitik einst progressiv gedacht war, hat längst die Schwelle zu einer militanten Ideologie überschritten, analysiert die Psychologin Esther Bockwüth. Auf Basis einer pauschalen Einteilung von Menschen in Opfergruppen und Privilegierte wird abgeleitet, wer was wann sagen darf oder tun. So kritisch wie ausgewogen und vor allem fernab der schrillen Tonlagen des Feuilletons erfasst Bockwüth das Thema Wokeness erstmals aus psychologischer Perspektive und fragt, wie ist eine woke Psyche verfasst, wenn Narzissmus, Gewissenhaftigkeit oder Aggression ein gesundes Maß überschreiten? Wie entsteht im Zusammenspiel mit Gruppendynamiken überhöhte Meinungskontrolle, die zur Cancel Culture, also dem Boykott von Personen, Gruppen oder Kultur führen kann? Das ist das erste Hörbuch, bei dem ich nicht einschlafen kann, weil ich total wütend bin. Ich höre dieses Hörbuch momentan. Und das kann man sich nicht anhören zum Einschlafen. Du wirst einfach total wütend mit jedem Satz. Das Buch heißt Okay, Woke, total. Psychologie eines Kulturkampfes und ist von Esther Bockwüth. Das war mein Buchtipp. Very gut. Very gut. Ja, dann würde ich sagen, räume ich mal mein Büro auf. Hier sieht es ganz furchtbar aus. Da Ja. man sieht den ganzen Müll. Ich kann es ja so machen, dann bleibt es einigermaßen schön. Dann muss ich mich jetzt durch die, wie heißt das jetzt? Reality-TV-Staffeln wühlen. Die Ich fragen, glaube, was es man reicht für unser Gespräch, reicht ja, wenn du einfach das aktuelle Werk aus der prominent getrennt Reihe, wenn du das mal begutachtest, das würde uns schon sehr weiterbringen. Naja, Frank Battermann hat mir ja einen Herrn sehr ans Herz gelegt. Sag mir bitte den Namen, du wirst das wissen. Mike Zees. Genau, und da soll ich mir vorher mal, er sagt, wenn du mal ein bisschen Einblick haben, weil ich ja so unschuldig bin, für mich ist die Welt ja ein Kindergarten. So Und ging es das. mir auch. So ging es mir auch. Ich habe gedacht, okay, Reality, da sind ein paar Idioten und so. Das ist weit gefehlt. Da gibt es ganz viele spannende Menschen und zwar auf der guten Seite, aber auch echt auf der durchgeschepperten Seite. Das ist wirklich unglaublich spannend. Unglaublich spannend. Ja, also da, ich werde mich da durchwühlen und dann werden wir ja Sonntag, werden wir den geneigten Zuhörer, Zuschauer dann wieder sehen, weil die dann einschalten bei Frank Battermann und bei dir, weil ich dann da auch zu Gast bin. Und man kann ja diesen Kanal auch wirklich empfehlen. Also da seid ihr. Und am Samstag, also morgen, da ist der Podcast schon online, weil wir stellen den heute, glaube ich, noch online. Ja. Morgen bin ich in Osnabrück im Ja. OSB. Es gibt auch noch Karten. Und dann spiele ich nächste Woche, ich glaube am 13. in Saulheim. Falls noch jemand Lust hat, Mac Ja. ab, bin ich in Saulheim. Ansonsten habe ich relativ ruhige Tage, das freut mich sehr. Wo ist denn Saulheim noch mal? Saulheim, Moment, ich google es mal eben. Saulheim ist Saulheim. Saulheim ist in der Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz. Verbandsgemeinde Wörnstedt. Wo ist denn Wörstadt? Wo ist denn Wörstadt? Weiß ich auch nicht. Das. Wörstadt. Keine Ahnung. Mainz. Der Weinort Saulheim liegt circa 12 Kilometer südwestlich von Mainz in Ah. Rheinhessen.
Zur Gemeinde hören auch die Wohnplätze, was ist das denn? Die Wohnplätze Birkenhof, Chaussee, Hausgras, ja, schön. Gut. Nachbargemeinden sind Niederolm, frag mich nicht. Niederolm, Stardecken, Eisheim, was es alles gibt, ne? Da alles los ist, ne? Ich bin in der Nähe von Mainz. Gut, das ist gut. In der Nähe von Mainz. Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Gehen zwei Nutten über die Brücke, sagt die eine, Mainz ist ein Drecksloch, sagt die andere, Mainz auch. Ja, liebe Freunde des gepflegten Podcasts, wir möchten uns auch in aller Form immer mal entschuldigen, wenn es nötig ist. Ich denke, heute war es nicht nötig. Nein, ich glaube auch nicht. Und vielen Dank für eure lieben Kommentare. Schreibt weiter Kommentare drunter. Was sind denn eure Ausreden, ja, wenn ihr unseren Podcast verpasst habt? Ja. Das würde uns mal interessieren. Und die Frauen möchten doch bitte sagen, ob es irgendeinen Grund geben könnte, dass, wo man mit erklären könnte, dass Menschen, Männer, also penisbehangene Menschen, heißt das heute so? Ich weiß es gar nicht. Penisbehangene Menschen Dickpics verschicken. Ja, und ich würde auch gerne wissen, welche Frau hat schon Dickpics bekommen. Aber viel interessanter ist ja, welcher Mann hat schon Mupics bekommen? Ja. Ne, also das ja, würde ich gerne mal wissen. Das war's. Schönen Abend. So, ich drücke mal auf Stopp. Tschüss, ihr Lieben.